So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening-Video und der gute Fabian hat mir was ganz Krasses für diesen Channel mitgegeben. Und zwar ein komplettes Display. Die öffne ich nicht so oft, dementsprechend hoffe ich, dass ich hier richtig, richtig cooles Zeug für den lieben Fabian rausziehe und gucken wir mal rein, was wir ziehen. Ich habe auch schon direkt den ersten Fail beim Autofokus gerade gesehen. Ich hoffe, dass der durchhält. Ansonsten muss ich das mal austauschen. Und gucken wir uns mal an. Jetzt ist das Display offen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Plastikmüll hinter mich. Machen wir mal das Booster auf. Das Display. Das ist der Boxtopper. Reams and Relics Boxtopper. Und wir machen einfach mal ein paar Booster auf. Wie immer, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Booster durchgehen, sondern wirklich nur ein bisschen durch die Karten durchgehen. Schauen, was wir so haben, was wir so ziehen, was für coole Karten wir vielleicht sehen und werden bestimmte Sachen wie zum Beispiel, oh mein Gott, ist das Artwork hübsch. Ein bisschen was sagen, aber sonst nicht so viel tatsächlich. Erstmal lieber schauen, wo wir hier sind. Rosie, Pippin's Barrier, das ist tatsächlich was relativ häufig gespielt wurde, habe ich gesehen. Fall of Kaandor. Okay, und ein Olifant in Extended Foil und eine Karte aus der Liste mit Food. Ja, Throne of Eldraine ist noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, warum wir das so haben. Sollte ich das aufteilen? Ich glaube, ich sollte das aufteilen und sortieren. Token Länder, Comes, Uncomes, Full Art. Ich werde es batschen. Ich bin da nicht so gut drin. Ich mache das nicht so häufig. Ich bin da eher so selten derjenige, der komplett das Display aufmacht. Und deshalb bin ich da eher unbewandert drin, sag ich mal. Wenn ihr das ändern wollt, schreibt mir. Knights. Minas Tirith. Sehr, sehr cooles Land. Mit Legendary Creatures kommt es ungetappt ins Spiel und kann Karten ziehen. Sehr, sehr cool. Und, Foil wollte ich woanders hin tun, ne? Full Art, Foil, Liste, ja, Knight of irgendwas. Und nochmal, Crypt Rats, die sind sogar cool. Die sind sogar wirklich cool. Die machen Damage an Kreaturen. Ja, von dem Set, ich muss sagen, ich bin bei dem Set ein bisschen am struggeln. Ich finde das Set als Idee ganz cool. Human Knights. Reprieve, tatsächlich auch eine sehr viel gespielte Karte. Ich finde das Set nice, muss aber leider sagen, oh, Minds of Moria, irgendwie ist da kein Value drin. Irgendwie kommt da nichts bei rum, irgendwie, habe ich das Gefühl. Minds of Moria, sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir Eowyn, Fearless Knight als unsere Rare. Als Foil Gimli und The Ring. The Ring, was ich übrigens nicht wusste, ich will es jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, ob der gute Fabi das haben will oder nicht. Hier ist eine Ripple Line. Da sieht man sie. Das heißt, man kann die abreißen und kann den Ring auf die Kreatur legen, die man hat, und dann trotzdem hier durchlaufen. Das heißt, das zeigt immer an, das ist der Flagbearer und hinten drauf sind die Regeln. Ja, als Token. Als Token-Net, sage ich euch. Gucken wir mal weiter. Bisher. Vom Set her, muss ich sagen, habe ich nicht so viel gesehen, was wirklich Value hat, was wirklich Impact hat. Es sind ein paar sehr, sehr coole Karten drin, aber der Wert der Karten, der Wert der Displays laufen sich auf zwei, drei Karten, wie zum Beispiel den Orkish Bowmaster, GZ. Sehr, sehr geile Karte, ich liebe sie. Sie ist bockteuer mit, glaube ich, knapp 25 bis 30 Euro. Bockteuer für dieses Set. Der Value liegt hier drin. Also hier können wir halt bis zu 80 Euro oder sowas rausziehen und damit halt das Ding retten. Das hier ist sonst sehr schwierig und oh mein Gott, was für ein geiler Food-Token. Ja, ansonsten ist es wirklich, wirklich schwierig, da was zu machen und da was zu retten, was value-mäßig angeht. Aber wir spielen Magic ja, zumindest ich nicht, nicht um irgendwie Value rauszubekommen. Reprieve zweiter, sehr cool. Sehr, sehr spielstarke Karte, sondern um Spaß zu haben. Und wir öffnen ja keine Displays, um Value auszuhaben. Das sollte man nämlich nicht tun. Man soll dabei Spaß haben. Prinz Imhala de Fair, 202-2, Second Spell, dem Zug kriegt man 1-1 Human. Not bad. Mithril Code, sehr, sehr geile Commander-Karte. Wirklich geile Commander-Karte. Ist im Deutschen tatsächlich
ein Fehler drin. Auf dem Deutschen steht drauf, attached to target creature you control auf Deutsch. Da fehlt das Legendary. Dann The Black Breath und ein Food Token. Und ja, also bisher, es sind coole Karten drin, so ist es nicht. In diese ganze Universe Beyond Thematik, wer mag es nicht, da halte ich mich ein bisschen raus und versuche da eher so ein bisschen neutraler dran zu gehen und zu sagen, ich finde die Karten cool, für mich ist das nichts anderes wie ein Warhammer 40k Ding und deswegen ist das ganz cool. Elrond, Master of Healing. Smeargle, Helpful Guide. Das ist die Rare. Das sind so voll Rare. Und der Tentakel-Token. Sage ich nichts zu. Finde ich ganz cool, dass sie selbst bei den Token unten diesen Universe Beyond-Stempel reingemacht haben. Wenn schon, denn schon. Ich merke schon, Wizards. Wenn schon, denn schon. Ein Swamp. Dann ein paar rote Karten, dann ein paar andere Karten. Bitter Downfall. Nasty End, sehr coole Karte. Haben wir im Podcast drüber geredet. Vial of Galadriel, nicht schlecht. Ein Foil, ein Food und weiter. Ja, ihr wisst, wie gesagt, so oft öffne ich Displays nicht. Nicht so im Ding. Aber wenn, dann würde ich euch immer Set Booster empfehlen. Ich bin einer, der die Set Booster sehr, sehr, sehr hoch hypt. Weil ich sie sehr, sehr gut finde. Und Rising of the Day. Isildur Fatal Strike. Legendary Instant. Sehr, sehr cool als Legendary Instant. Dann haben wir das. Ich bin mit Legendary Instant immer nur so, okay, darf ich den nur spielen, wenn ich Planeswalker, Legendary Planeswalker Legendary Creature oder Planeswalker kontrolliere? Ja, darfst du. Da war ich ein bisschen verwirrt immer. Und dementsprechend Entschuldigung. Wenn ich da manchmal so ein bisschen botche, den Knight, das Blade, Balrog auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie ihr das Pre-Release erlebt habt. Die Goblin Marauder, die sind auch ziemlich, ziemlich gut. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ein bisschen lachen musste die ganze Zeit, weil im Hintergrund immer wieder die ganzen Leute so, ja, und dann werfe ich meinen Bilbo ab, und dann triggert mein Gandalf und mein Halfling, also mein Halbling, mein Ding, macht eine Speise. Da gibt's auch normale Sümpfe drin, wie boring. Und ich war so, okay, what? Was ist gerade passiert? Oh, nochmal der Prinz. Glamdring. 2 Mana First Strike plus 1-0 Instant Friedhof. Das ist gar nicht schlecht. Und dann haben wir einen Shadowfax in Foil. Das Foiling ist weird. Man sieht fast nichts von dem Pferd. Das ist ein bisschen weird. Aber gut, was soll's. Und ja, das Pre-Release, es war super witzig zu judgen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich bin wirklich gespannt, was noch bei diesem ganzen Set bei rumkommt und welche Karten noch entdeckt werden. Weil bisher gibt es nur so ein paar Karten, wie gesagt, der Orkische Baumeister, den ich schon gezogen habe, die halt wirklich gesagt werden, der ist halt geil. Aber there and back again. Genau, Smaug. Ein Drache, sehr cool. Aber es gibt halt noch Desert. Karte von Liste. Gibt so, so viele Karten, die hier drin sind, die halt noch niemand gesehen hat im Competitive Play, habe ich das Gefühl. Und da gibt es halt so ein paar, die ausstechen, ein paar, die für Commander halt ganz cool sind. Second Breakfast. Several Breakfast ist das richtige Deck. Mensch. Dann haben wir Lash of the Balrog, genau. Dann haben wir Saurons Remson. Okay, wir können irgendwie The Ring. Okay. Pippin als Foil mit Vigilance und Ward. Und immer wenn eine andere Kreatur kriegt Schutz vor einem Kartentyp auf der Joyce. Das ist nicht schlecht. Guardian of the Citadel. Das ist nicht schlecht. Und dann haben wir noch den Smaug als Token. Token, mit dem ich nie gerechnet habe. Hier ist ein Minigame hinten drin. Das macht mich immer sehr, sehr wehmütig, wenn ich die Minigames sehe, weil die Minigames habe ich mal zwischenzeitlich als Video gemacht und irgendwie, wollte ich keiner sehen, dann habe ich die beiseite gepackt und seitdem mache ich die nicht mehr als Videos. Sammle sie aber auch nicht mehr. Das ist dann rum. Noch eine Lash. Scroll of Isildur. Es gibt halt für jede Farbe so ein Ding. Und ein Gollum Patient Plotter in Foil.
Ja, ansonsten, ich habe ja schon einiges auf dem Channel aufgemacht. Ihr habt einen Bundle gesehen. Bundle ist das richtige Wort. Entschuldigung für den Haken. Ich musste gerade kurz denken. Foil. Und eine Karte von Lister. Okay. Die hätte ich zum Schluss aufmachen sollen. Ja, auf jeden Fall Basen überlegen, ob es im Commander gebannt wird. Es ist halt so, dass die Möglichkeiten, die wir halt in den Minigames haben, extrem cool sind, aber niemand guckt sie. Das, ja, ist ein bisschen sad. Für mich. Dann haben wir noch Lotho und Bilbo. Und dann werfe ich meinen Bilbo ab. Dieser Satz wird mich so hart verfolgen. Dann werfe ich meinen Bilbo ab, dann triggert halt meinen Gandalf. Und ich dachte mir so, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Ja. Stone Reach, auch ganz cool. Graystim. Dann haben wir einen Faramir. Der gute Faramir. Dann Zaradok, Master of Buckland. Aragorn, The Uniter. Alles bis auf die schwarzen werden zusammengesetzt mit 4 Mana 5-5. Human Noble, sehr, sehr coole Human-Karte. Als Commander bestimmt sehr, sehr cool. Zwei Rares. Auch hier ein Mana-Draw-Card, The Ring Tempts You. Gar nicht mal so bad. Ein Treasure. Und dann sind wir bei der Hälfte des Displays. Ich bin ein bisschen langsamer wie die meisten Leute, die das machen, weil ich noch so ein bisschen durchrenne. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch so viel mehr erzählen und euch noch so viel langsamer das Zeug zeigen. Das zum Beispiel ist eine Karte, wo man aktuell überlegt, ob man im Legacy spielen kann oder im Modern. Weil man zieht für 2 Mana eine Karte und kann später nochmal eine Karte ziehen, wenn man scryt. Das ist nicht schlecht. Die Bats. Die vielleicht gebannten Bats. Da sind wir schon. Assault of Osgilab. Okay, kriegt man Armies und was bist du? Born upon a Wind. 2 Mana. Du kannst Spells, die nur spielen, als ob sie Flash hätten. Und ein Fog and Barrowdown. Ich bin ja bei weißen Karten. Ork Amito. Der erste. Ich bin ja bei so weißen Karten immer ein bisschen skeptischer, was die Möglichkeiten angeht, sie zu benutzen. Und in Foil. Da ist eine Unterschrift. Da ist eine Unterschrift. Da haben wir eine unterschriebene Karte, dann haben wir noch ein Foil-Ding. Ich habe beide dahin. Und ich bin wirklich, wirklich skeptisch bei weißen Karten immer, weil mittlerweile Aragorn, the King of Gondor. Mensch, ich komme hier gar nicht zum Aussprechen. Sehr cool, das ist der Commander. Die Commander-Decks zeige ich euch auch noch. Forge of a New ist eine Karte, die ich glaube, dass sie tatsächlich gespielt wird. Das ist ein Enchantment, wo man Equipment aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld bringen kann und man kann die equippen wie Instant und das erste Equipment kostet 0. Das ist schon stark. Dann Eagles of the North und noch eine komische Goblin-Karte aus der Liste. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich bin, wo ich war. Das ist viel zu viel Input für mich, der normalerweise nur hier sitzt und redet und labert. Und Chris Gold ist Unterschrift. Da wollen wir da unten hin. Planes. Normalerweise laber ich ja nur und bin da so ein bisschen am hin und her schieben von Worten. Das ist halt hier wirklich schwierig. Goldberry River Daughter. Smite the Deathless und Food. Weil so viel Import. Und ich versuche ja auch in einer reasonable amount of Zeit durchzukommen. Ohne dass ich jetzt die ganzen Kams und Ankams skippe und sonst was. Set Booster sind schon anstrengend, ein Display zu öffnen. Für YouTuber, wenn man jetzt zu Hause ist und die einfach nacheinander aufreißt, ist bestimmt cool. Und ich hoffe, das ist soweit okay, dass ich da so durchrushe für die Person, die das Video gesponsert hat und überhaupt möglich gemacht hat. Das ist wunderschön. Flame of Arnor, ein Gothmog und ein Stein. Und ja, dass ich überhaupt so durchrushe, ich hoffe, das ist okay für dich, weil ansonsten schaffe ich es nicht von der Zeit her. Ich habe noch so, so, so viel mehr vor für euch. Wir haben alle Commander-Decks noch da, die kommen auch demnächst. Ein Pre-Release-Kit kommt auch noch. Kann sogar sein, dass es hier vorgekommen ist. Kann sein, dass das hier Freitag ist und das Pre-Release-Kit Mittwoch. Ich bin mir gerade nicht sicher. The Battle of Bywater. Destroy a Creature Stärke 3 oder mehr. Das ist eine coole Commander-Karte für ein Token-Deck. Die andere Orgami. Und da wird noch eine Menge von Herr der Ringe kommen. Ich werde damit noch ein bisschen beschäftigt sein. Es kommt ja auch so schnell, zum Glück nicht das nächste Set. Und dann gucken wir mal. Piven's Breviary, Many Partings. Nee, Many Partings, Second Breakfast. Es ist so, so schön. Es ist
wie gesagt, ich finde es vom Prinzip her, die Karten sind wirklich schön. Da haben wir Sting, Goblin oder Ork-Karte, Ringsing und Fabian, wir müssen reden. Ich brauche das. Ich brauche das. Und noch drei weitere. Hi. Auf jeden Fall, es ist halt wirklich ein schönes Set. Es macht sehr, sehr viel Spaß, es aufzumachen. Wie gesagt, diese ganze ich bin dafür, ich bin dagegen. Die Leute, die es mögen, die Leute, die es toll finden für die breite Masse, dafür, wofür es designt wurde, die mögen es. Und das ist, glaube ich, bei vielen Sachen die Hauptsache. Persönlich bin Elrond Master of Healing und Elrond Master of Healing und der und wow, das sind coole Karten von der Liste. The Great Aurora. Ja, gute Karte. Ich muss sagen, vom Prinzip her, ich hätte mir jetzt kein Display gekauft. Und auch keine Commander-Decks und sonstiges. Dementsprechend nochmal vielen, vielen Dank, dass ich das öffnen alles darf. Aber Scarecrow, es gibt eine neue Scarecrow. Geil. Stern Scolding, es wird tatsächlich auch drüber geredet, ob das nicht eine gute Karte ist, die man spielen kann. You Cannot Pass, auch nicht schlecht. Pippin's Bravery hat mir ein Nazgul. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, Blacky, warum sind Nazgul so teuer? Habt ihr gesehen, wie viele Nazguls wir in diesem Display hatten bisher? Dann wisst ihr warum. Nazgul sind wirklich selten und Leute wollen ja alle 9 Stück haben. Und deswegen, ich tue den mal zu den Rares, weil eigentlich ist es eine Rare-Karte. Legend und Pulukranos, World Eater, noch eine Mythic als Karte von der Liste. Ja, wie gesagt, Leute wollen ganz viele Nazguls haben, wollen das Nazgul Commander Deck bauen und wollen dann natürlich alle verschiedenen haben. Alles andere ist Ketzerei, wenn ihr 9-mal denselben spielt. Das ist absolute Ketzerei. Tut das nicht. Da ist der Boromir. Der ist auch sehr cool. Kann man sogar im Legacy in manchen Decks spielen. Da ist der Witch King. Mit dem möchte man das als Commander spielen. Das ist nicht schlecht. Und wir haben Shire Sheriff. Das ist ein cooles Artwork und Foil. Und noch ein Food. Ich mache mal den Boxtop auf. Ich versuche vorsichtig damit umzugehen. Weil, da, ja, ist immer sehr, sehr viel Kleber dran, tatsächlich. Und gucken wir mal an, was wir als Boxtopper haben. Wie rum gucke ich? So rum gucke ich. Das heißt, so rum muss ich rausziehen. Richtig? Spannend. Ich will es noch spannend machen. Ja, ist richtig rum. Und wir haben als Boxtopper, bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes! Horizon Canopy. Backend. Sehr, sehr cooles Teil. Das ist ein cooler Boxtopper. Nicht der Mega-Hit, aber kein schlechter. Da gibt es schlechtere für 10 Cent, beziehungsweise für 2-3 Euro, wenn wir ehrlich sind. Noch eine unterschriebene Karte vom Balrog. Mal darunter. Gimli's Axt. Legolas Counters of Kills. Sehr, sehr cool. Wo er die ganzen Tode countert. Shadow Axe. Many Parting. Legolas Master Archer ist eine sehr, sehr coole Karte. Kann man eine Menge lustige Karten mitbauen, eine Menge lustige Decks mitbauen. Mouth of Sauron, so ein komischer Advisor. Und der hübscheste Food Token neben dem Spinnen-Food Token, weil es gibt was zu essen. Was zu essen ist immer großartig. So, fast fertig. Rush the Room. Der ist ein bisschen mehr verstanden, wer Grima ist. Es hat ein bisschen gedauert. Weil hier sind ja auch ganz, ganz viele Sachen drin von den Büchern, die man so nicht sieht, wenn man jetzt nur die Dinge hat. Und Eomar, Marshall of Rohan, 4 Mana, 4-4 Eile. Andere legendäre Kreaturen, die sterben, enttappst du alle Kreaturen, die du kontrollierst. Stark. Human Soldier, der ist hübsch. Der ist ja hübsch. So, 4 Booster noch. Wir sind mittendrin. Kurz vor Ende Boosterblitz. Wie gesagt, Minigames habe ich schon gemacht, werde ich immer wehmütig. Ich wiederhole mich jetzt nur noch. Und wir gucken mal durch. Der eine Ring wäre noch cool. So, der eine Ring noch zu ziehen. Bill Fenry, Bill the Pony. Die kommen auch immer zusammen vor. Die kommen wirklich immer zusammen vor. Nasty Ant, The Shire, ein sehr, sehr gutes Rare Land. Claim the Precious. 3 Karten noch. Ich würde gerne noch den einen Ring ziehen. Weil The One Ring ist eine Karte, die tatsächlich gesucht wird.
Also nicht die nummerierte, mir ist bewusst, dass die nummerierte hier nicht drin ist. Sondern einfach, weil es eine sehr, sehr gute Karte ist, die in sehr, sehr vielen Formaten aktuell gespielt wird. Und das würde ich dem lieben Fabian auf jeden Fall gönnen. Red Orcs und Biteful Banditry. Okay. The Great Citadel und Food. Zwei noch für den Ring. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall eine Karte von der Liste. Erkennt man daran, dass hinten ein Ding drauf ist, ein Kartenrücken und keine, nochmal ein Faramir, geil, kein Ding-Karte, dann ein Frodo. Warum sind hier zwei drin? Sharkay, Tyrant of the Shire, Avatar Rogue, All Activity of Lands. Okay, spannend. Dann haben wir den Peregrin Tuck und Ravnica at War. Wir sind gar nicht at War, wir haben ein Radio. Sender. Und der Radiosender ist großartig, deswegen Radio Ravnica beste. Und dann gucken wir nochmal das letzte Booster. Vielleicht mit dem Ring. Keine Karte von der Liste. Aber nochmal ein Feuland. Tommen of Gollum. Können wir schon durchgehen. Nochmal Billy und Billy. Mirkwood Bad und Rise Goes South. Und ein Breaking Fellowship. Uff. Ich habe mich beeilt. Wir sind trotzdem über 20 Minuten. Das ist krass. Und ich finde es übertrieben nice. Vielen, vielen Dank, dass ich das aufmachen durfte, dass ich euch das zeigen durfte. Hier sind so viele Karten von der Liste, die cool sind. Unmasked, wie gesagt, müssen wir drüber reden, Fabian. So viele coole Rares und Mythics, die ich hier mit beigeworfen habe. Foils, die ich mit dabei geworfen habe, die hier reingehören. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele Foils da drin sind. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Und ja, ich finde das Set cool. Zum Öffnen ist es cool. Ich kann verstehen, dass Leute es nicht mögen. Ich finde es auch okay, wenn ihr es nicht mögt. Bin da der Letzte, der da hatet. Als Verfechter von Universe in Sachen kann ich das verstehen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, Fabian, für den Support. Wenn auch ihr mich supporten wollt, ich habe Patreon. Wenn ihr sagt, hey, ich kann dir kein ganzes Display zuschicken, dass du es öffnen kannst. Monatlicher Betrag, kleine Beträge, fangt von 3 Euro an. Tut mir gut, hilft mir ohne Ende. Und ja, alle Leute, die ab dem gewissen Tier haben, die werden jetzt gerade so ein bisschen eingeblendet. Und deshalb trotzdem nochmal einen besonderen Dank an die Personen mit einem Thalia-Level. Ich bin aktuell noch nicht sicher, ob ich das mit dem wörtlichen, mündlichen Vorlesen beibehalte. Aber aktuell mache ich es noch, dementsprechend mal schauen, wie es weitergeht. Deshalb vielen Dank an Christoph K., Dr. Alzheimer, Fabian, ein anderer Fabian, General Götterspeise, Patrick von MTG mit Patrick, Phil, Siren, King Kasma und Tanzwut. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Und ja, wenn auch ihr mich supporten wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten liken, Daumen nach oben, abonnieren. All das hilft mir und macht mir dann noch mehr Freude, wenn ich hier für euch Videos produziere. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.